Guten Morgen, beziehungsweise schönen Nachmittag, wenn ihr das Video seht, weil es kommt ja immer bei mir eigentlich um 16 Uhr online, nur gestern das Rückblickvideo sozusagen nicht. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, werde ich es euch hier oben, links, jetzt ist mein Handy runtergefallen, Halleluja, dass es noch heil ist. Scheiße! Es ist euer Ernst? Das ist nicht euer Ernst. Okay, es ist kaputt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Mein Jahr fängt super gut an. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, Leute, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Also guten Morgen. Wie ihr seht, ich bin noch nicht wirklich wach. Ich muss aber an den Stall, weil ich füttern muss und weil ich einfach wissen muss. Heute ist Sonntag. Also als allererstes natürlich ein gutes neues Jahr wünsche ich euch. Leute, das kann doch jetzt wirklich nicht euer Ernst sein. Fuck. Schaut euch mein Handy an. Oh nein, ich hab's erst vor... Fuck, vor 2 Wochen oder so. Nein, nicht vor 2 Wochen, aber vor 4 Monaten vielleicht ausgetauscht. Und es ist jetzt richtig krass, weil ich fast nichts mehr sehen kann. Das darf jetzt alles nicht sein. Naja, egal, also ich muss jetzt losfahren. Fängt es ja super an. Daumen nach oben für diese wunderbare Aktion. Das glaube ich jetzt alles nicht. Also ich hoffe natürlich, ihr hattet einen mega schönen Abend. Schreibt mir mal, was ihr gemacht habt. Wir hatten Freunde da, die sind so gegen 7:30 gekommen. Dann haben wir noch so ein bisschen geratscht und dann haben wir gegessen. Wir haben Hühnchen gemacht, ein gefülltes Huhn. Ich kann es euch ja gerne zeigen, ob ihr was auf meinem Handy seht, weiß ich leider nicht. Ich zeig's euch jetzt halt einfach mal. Ja, so ein bisschen könnt ihr das schon erkennen, denke ich, oder? Und da haben wir halt, also mein Freund hat es gemacht, weil er das richtig gut kann. Und da haben wir, oder hat er dann noch so eine Füllung gemacht mit so einem Brotteig. Boah, das war so lecker. Ich glaube, ich habe auch nochmal mein Essen fotografiert. Wartet. Nee, leider nicht. Ich habe das auf Snapchat, habe ich das euch gezeigt. Also falls ihr mir noch nicht auf Snapchat folgt, werde ich euch nochmal hier meinen Snapchat-Namen einblenden. Und ich wollte euch noch meine Creme Brûlée zeigen. Die habe ich nämlich euch auch gezeigt, dass ich die mache das erste Mal. Und ich liebe ja Creme Brûlée. Creme Brûlée ist echt meine Lieblingsnachspeise. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir zum Stall. Es kann ja nur besser werden, aber schreibt mir mal auf jeden Fall, was ihr gemacht habt. Das interessiert mich sehr. Ich komme voll ab, ne? Aber es ist auch wirklich so, ich bin gerade vor 10 Minuten aufgestanden. Auf jeden Fall, wir haben halt dann erst noch gegessen. Dann haben wir Spiele gespielt, wir haben Halligalli gespielt. Kennt ihr das, wo man so draufschlagen muss, wenn 5 gleiche Sorten an Obst aufgedeckt werden? Oder halt ja, 5 Sorten von Obst. Aber die gleiche Sorte von Obst. Dann Uno haben wir gespielt. Und dann haben wir SingStar gespielt. Der Stefan, der Freund von meiner Freundin, hat SingStar mitgenommen. Und Manu und ich waren natürlich im Team, aber wir wurden leider Zweiter. Einmal wurden wir Erster. Und es war richtig cool. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann sind wir raus und haben ein bisschen geschossen. Dann sind wir wieder rein. Und es ging dann bis 2:30. Und ich bin dann 3:30, glaube ich, im Bett gewesen. Und jetzt ist es schon 9:23 Uhr und mein Handy ist kaputt. Seht ihr das? Naja, okay. Also ich hau jetzt nicht länger rum. Schreibt mir auf jeden Fall, was ihr gemacht habt und schreibt mir auch, was ihr heute macht. Geht ihr zu eurem Pferd oder was habt ihr heute noch vor? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Stall. Ich habe jetzt gerade Julia getroffen. Julia geht ausreiten. Ich werde jetzt halt schnell misten und mal kurz zu meiner Kleinen schauen. Oh, danke fürs Zusammenschieben. Cool, Julia hat nämlich schon für mich zusammengeschoben. Voll lieb, schaut mal bitte.
Jetzt schaue ich mal, wo die kleine Maus ist. Oh, jetzt geht sie gerade rein. Hat wahrscheinlich meine Stimme gehört und denkt sich, nö, nicht mit mir. Übrigens, was ich mir überlegt habe, Scherben bringen Glück. Das hat mein Freund auch gesagt. Also habe ich jetzt halt einfach ein glückliches Jahr, weil mir mein Handy runtergefallen ist. Guten Morgen. Happy New Year, mein Schatz. Wie geht's dir? Alles gut überstanden? Ja, okay, ich gehe. Geh ruhig. Danke. Hey. Hallo? Mann, die will nicht mit mir schmusen. Geht's eigentlich noch? Oh, sie hat mega Durchfall. Ach du Scheiße. Die ganzen Haare sind hinten ekelig. Fauni. Die ganzen Haare sind so... Ja, das war wohl der Stress gestern. Ha? Ja, seht ihr? Hey! Hattest du gestern Stress? Hm. Oh ja. Okay. Hast du gesehen, er hat immer noch Durchfall, gell? Seit wann hast du das? Also gestern noch nicht, vielleicht wegen dem Stress heute Nacht. Das gefressen hat sie, anderen hat sie ja nicht. Nee. Warst du auch bei gestern Nacht? Wie geht's dir nicht gut? Ah. Ich habe nur gerade gedacht, dass sie Durchfall hat wegen dem Schweif, weil der total grisselig ist. Mhm. Und jetzt habe ich sie ja gesehen. Hä, hey, Fauni? Naja. Geht schon wieder. Da, Pippi? Ja. Was legst du denn die Ohren so an, du Grindler? Bist fertig mit der Welt, hä? Bist fertig mit der Welt. Ich werde heute nicht ausreiten gehen. Ich werde nämlich, oder Sandplatz oder generell was mit ihr machen. Sie hat heute Pause. Am Dienstag haben wir wieder Reitstunde. Da freue ich mich mega drauf, gell? Du weißt davon noch gar nichts. Ach Gott, schön, bist du so fertig. Du schaust so müde aus. Ja, deine Augen schauen so müde aus. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wie eure Pferde das verkraften an Silvester. Ich habe euch ja gestern auf ihrer Instagram-Seite ein Video hochgeladen. Da haben sie ja schon am Nachmittag geböllert sozusagen und da ist sie immer so gezuckt. Ich war da neben ihr und dann ist sie immer ruhiger geworden. Aber das war halt ungefähr alle halbe Stunde dann Böller. Und an Silvester ballern sie ja nur rum. Also von daher, ich glaube, sie hatte eine anstrengende Nacht. Jetzt schaue ich mir mal kurz ihre Wunde an. Gucken wir mal. Ah, die schaut super aus. Ein bisschen was. Das tue ich jetzt gleich noch einschmieren. Jetzt momentan, weil da ja schon Schorf drauf ist, habe ich da noch das Aloe Vera Jelly drauf. Ich finde, das ist immer ganz gut. Und du? Ja, ich schaue die mir jetzt halt einfach mal ein bisschen an. Sie frisst ja was. Und guck einfach mal, jetzt bin ich ja noch ein bisschen da. Jetzt misste ich erstmal aus. Ich hatte nämlich nicht ganz so viel Zeit, weil mein Freund hat mir nämlich zum Weihnachten einen Wellness-Gutschein geschenkt. Wir gehen nämlich in die Bad Aiblinger Therme und das hat er mir zu Weihnachten geschenkt. Dann frühstücken wir jetzt noch ganz kurz und dann fahren wir nämlich auch schon los, damit wir den ganzen Tag nutzen können. Und da hat er mir eine Honigmassage auch geschenkt und eine Gesichtsbehandlung. Und da bin ich mega gespannt, weil eine Gesichtsbehandlung hatte ich noch nie. Und deshalb schauen wir mal, was die da so machen und so. Ich friere mir übrigens gerade die Hände ab. Ich habe nämlich meine Handschuhe hier drin, aber ich kann sonst die Kamera nicht bedienen. Und wirklich kuscheln kann ich auch nicht. Das Fell, ich liebe dieses Fell, wenn ich dieses Fell spüre. Schaut mal bitte. Kann sie nicht immer so bleiben. Ich finde so Winterfell so mega süß einfach. Das gefällt sie mir noch besser. Ich probiere jetzt halt auch gleich noch das Halfter aus, weil ich habe nämlich von einer Zuschauerin einen Schoner bekommen, wo Faunita draufsteht. Da bin ich mega gespannt. Schaut sicherlich süß aus. Und das ist ein Pink-Blau oder Pink-Lila. Schauen wir gleich nochmal an. Ich zeige es euch gleich. Und das passt super zu meinem pinken Halfter.
So, ich habe jetzt schon 2 Schubkarren voll weggebracht. Es ist nur richtig kacke heute, weil die sind alle gefroren und ich krieg die Haufen nicht weg. Es ist richtig kacke. Die sind alle eingefroren hier. Kann ich leider nichts machen. Müssen erst auftauen sozusagen, dann kann man die abäppeln. Aber ich kann das leider nicht, weil es einfach so viel zu hart. Schaut mal bitte. Da bin ich ja Stunden. Nee. Julia hat mir ja das, wie vorhin schon gesagt, zusammengeschoben, das was geht. Und deshalb mache ich das jetzt halt. Da drüben ist ein Haufen, der ist auch leicht. Den haue ich jetzt noch schnell weg. So, jetzt muss ich noch ein Streu holen und dann probiere ich noch draußen irgendwie ein bisschen was wegzubekommen. Ich freue mich zwar wie, aber irgendwie schaffe ich das schon. Ihr seht, ich werde langsam wacher. Das hat mir jetzt richtig gut getan, jetzt fühle ich mich fitter und wacher. Es ist bei uns auch richtig kalt. Wie ist es bei euch? Schreibt mir das gerne mal. So, jetzt komme ich zu meinem Schoner. Ta-ta-ta-ta. Ist er nicht wunderschön? Ich finde ihn so schön. Da habe ich mich so drüber gefreut. Und jetzt hole ich mal meinen Halfter und mache das mal außen rum. Und dann werde ich das mal der Faunita anziehen. Mal schauen, was sie dazu sagt. Hier ist noch ein bisschen Stroh. Jetzt tue ich nur so ein bisschen drüber. So, den Besen. Hexenbesen muss ich noch hier hinstellen. Na, der hängt hier. So, wo ist mein Halfter? Da ist es. Dass mir ja leider zu groß ist. Das wird mir auch immer gesagt, ich weiß. Und ich weiß, dass es auch nicht so schön ist. Aber ich werde auch, wenn ich beim Krämer bin, werde ich mir das in Pony holen. Weil das ist nämlich von Krämer und zwar ist das Kopf, wie ihr hier sehen könnt. Aber es ist hier einfach zu groß. Ich habe mir schon überlegt, ob ich hier noch ein Loch reinmache. Aber wirklich helfen tut es nicht, weil hier fängt ja auch dann schon das Gepolsterte an. Also ich muss einfach da ein neues kaufen. Aber wir probieren das jetzt halt dennoch aus. Und schaut mal bitte, wie süß das ausschaut. Ich bastel das jetzt einmal da drauf. Okay, Leute, es ist einfach mal mega süß. Schaut mal bitte, wie süß das ist. Oh Gott, ich freue mich riesig und das probieren wir jetzt der Faunita an. Fauni, wir müssen jetzt mal kurz Halfter ausprobieren. Bitte, wie süß. Fauni, guck mal. Wie niedlich. Schau mal, wie süß du. Bleib mal oben im Kopf. Muss ich noch schnell zumachen. Schaut mal bitte, wie süß. Guckt mal. Ja, Pippi, du hast ein Geschenk bekommen. Gefällt's dir? Stopp. Gefällt's dir? Zeig noch mal ganz kurz. Wow. Jo, ist gut. Jetzt rennst du mich noch über den Haufen. Also ich finde es mega süß. Schreibt mir mal, wie ihr es findet. Und schreibt mir auch mal, ob ihr auch sowas habt. Also ich habe das noch nie gesehen. Hier am Stall hat es keiner. Wir haben es jetzt als erstes. Und ich bin sehr dankbar dafür. Vielen Dank, dass du mir das zugeschickt hast und dass du mir das gemacht hast. Auch noch in der Farbe. Es ist einfach mega süß. Schaut mal bitte. Schaut, wie süß das einfach ausschaut. Faunita. Und wenn natürlich das Halfter noch richtig passt, also wenn ich das neue Halfter kaufe, dann schaut es natürlich noch schöner aus. Wobei ich das auch sicherlich schön finden würde, wenn es in diesem Blauton wäre. Da schaut es sicherlich auch gut aus. Und ja, findest du es auch schön? Ich muss noch ein Foto machen für Instagram, dann könnt ihr das auf Instagram nämlich dann auch noch sehen. Dann seht ihr das schöner. Aber hier ist nicht so gutes Licht. Ich muss mal schauen, vielleicht gehe ich raus. Ich glaube, das hat sie jetzt überhaupt nicht verstanden.
weil ich sie jetzt halt ja auch nicht mitnehme. Aber egal, ich wollte es einfach ausprobieren, um zu sehen, wie es ausschaut. Und schaut mega süß aus. Danke für deine Zeit, du Kleine. Heute ist sie nicht so gut drauf. Ich sag's euch, das liegt sicherlich an Silvester. Da hatte sie einfach mega viel Stress. So, für mich ist jetzt halt hier wieder Feierabend. Jetzt geht's nach Hause, weil ich ja zum Wellnessen gehe. Darauf freue ich mich riesig. Und ich will natürlich auch noch das Video für euch bearbeiten. Jetzt muss ich noch hinschreiben, dass ich gemistet habe, aber nur so gemistet, dass die Häufchen, die, sagt schon, die nicht runtergehen, nicht runterbekommen habe. So, schreiben wir mal gemistet, aber gefrorene nicht wegbekommen. Gefrorene Scheiße, da habe ich dieses scheiße Smiley gemacht. Kennt ihr ja sicherlich auch von euren Emojis, oder? Von den Smileys, die ihr bei WhatsApp und überall habt. Falls nicht, ich blinze euch mal hier ein. Das habe ich jetzt probiert zu malen. So, jetzt geht's los. Ich lasse ihn noch offen, weil die Julia kommt noch vom Ausreiten zurück. Kleinen alten Mann stelle ich zu seinen Kumpels. Ja, ich darf dich zu deinen Kumpels stellen. Komm mit. Ja. Hier, komm, mein Schatz. Oh. Komm, du alter Opi. Komm, du alter Opi. Ab in die Freiheit. Hier, fein. Gut so, Opi. So, dann räume ich noch schnell die Schüssel auf. Die habe ich jetzt ganz vergessen aufzuräumen. Die steht hier. Upsi. So, wartet, wartet, wartet. Wir hatten nämlich heute Nacht, also wir sind ja im Offenstall, für diejenigen, die das noch nicht wissen, und wir hatten heute Nacht die Koppeln zu, wegen dem Silvester. Nicht quasi, dass die uns durch Angst abhauen oder so, oder fliehen oder durch einen Zaun. Wir haben nämlich auch in der Nähe eine Straße, von daher ist das nicht so gut. Deshalb haben wir zugemacht. Jetzt räume ich hier noch so ein bisschen auf. Und dann geht's nach Haus. Juhu! Schreibt mir mal auf jeden Fall, was ihr heute macht. Dann kann ich das nämlich heute Nachmittag dann lesen, während ich im Wellness bin. Cool, oder? Dann kann ich euch auch antworten. Wobei, ich muss echt sagen, mein Display vom Handy ist echt krass, weil das ist halt so rausgebrochen, dass da auch Steinchen draußen sind, also vom Display, wie ihr sehen könnt. Und naja, auf jeden Fall kann man da nicht ganz so gut tippen. Auch gerade hier seht ihr das, da in der Mitte. Da ist auch ein Stein rausgebrochen, beziehungsweise Display halt, ne? Und hier oben auch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Und wenn man drüber fährt, ist es nicht ganz so super. Also vielleicht werde ich euch auch erst am Abend antworten, weil dann bin ich zu Hause und habe meinen Laptop. Meine kleine Faunita, meine Freundin, die Vivi geschenkt. Es ist so süß einfach. Ich liebe den. Ich bin so froh, dass ich den habe. Der ist so niedlich. Der zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich den sehe. Meine Mama findet den auch mega süß. Und jetzt steige ich ein ins Auto, beziehungsweise bin schon im Auto. Ich hoffe natürlich, mein Neujahrsvideo hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hoffentlich bringen mir die Scherben Glück. Schreibt mir, was ihr macht. Schreibt mir, was ihr gestern gemacht habt. Hier oben werde ich mein letztes Video verlinken. Das habe ich gestern hochgeladen. Und hier unten werde ich ein Xmas-Vlog euch verlinken. Vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen. Ich habe nämlich über die Weihnachtstage ein Follow-Me-Around-Video gemacht. Teil 1 und Teil 2. Ich werde euch jetzt hier einfach Teil 1 mal einblenden. Dann könnt ihr da draufklicken. Und ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Sonntag. Und bis bald. Mua. Tschüss.